Zuschauer, gib fein acht. Der Onkel hat heute wieder was mitgebracht, ne? Und ja, ganz nettes Spielchen. Und ihr wisst natürlich, mein Lieblingstank, Sumua SM. Ich muss sagen, hinten raus war es sehr spannend und ich finde es eigentlich sehenswert. Und zeigt mal deutlich nochmal. Es gibt ja so viele Replays über diese Kiste auf meinem Kanal, aber ihr wisst, es ist meine kleine Leidenschaft, mon Dieu. Ja, wozu er fähig ist, ne? So. Setup war natürlich ein Traum, muss ich zugeben. Das war so ein, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, das war so ein halber Carry, ne? Aber hat Spaß gemacht, ne? Noch ab und zu hier ein kleines Päuschen, falls ich irgendwas loswerden möchte. Manchmal kann es sein, dass meine Gedanken irgendwo hinschweifen. Das dauert ein Momentchen. Da muss ich öfters mal die Pause-Taste drücken. Nee, nee. Ich glaube, heute geht's. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Bin eben hier ganz klassisch runtergefahren als Heavy als Top-Tier. Wollte eigentlich erst ganz runter. Guck aber da immer schnell in der Mitte, ob da ein Oberschlauberger schnell hochfährt. Ja, und kurz guten Tag sagen. Schon mal 300 Damage. Gratis, sozusagen. Vom Damage her war es gar nicht so besonders. Aber ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Ich glaube, es waren 8 Kills. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Man hat da gesehen, dass er gut funktioniert, wenn man ein bisschen aufpasst mit der Panzerung und seine Kanone im Spiel hält. Dann kann der richtig gut funktionieren, der Sumua. Anfang, ja, nichts Besonderes. Ne? Ich gehe mal auf die Pfeil. Ja, da habe ich leider mich verkalkuliert. Ich habe mich gedacht, dass die IS-3 so reinpusht. Bin in den Reload gegangen und konnte nicht helfen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich nicht Reload gedrückt. Meistens ist es so, ne? Ihr kennt es ja, ne? Dann spekuliert man drauf, dass sie nicht kommen, dann kommen sie. Spekuliert man drauf, ja, jetzt kommen sie gleich, und dann kommen sie eben nicht. Immer gleich. Aber gut, das ist mit einem Autoloader so. Ihr müsst halt versuchen, die Situation einzuschätzen. Manchmal verschätzt man sich halt auch. Das hat natürlich jetzt der AP AMX Schlag mich tot 30 mit dem Leben bezahlt, aber das ist, wie es ist. Wollte eben noch zwei mitgeben und nicht warten und ewig auf Reload machen. Ich weiß, dass noch 45 HP übrig sind, aber trotzdem ist es was mir wert, dass ich ihm die zwei drücke. Wie gesagt, relativ unspektakulär, aber ich lege es euch echt ans Herz. Das ist wirklich ein toller Tank, also kann man nichts sagen. Nur leider ist es nicht ganz ein Carry geworden. Ich sage ja so ein halber Carry, aber das Witzige kommt zum Schluss. Wartet mal ab. King Tiger war ein bisschen mutig mit seinen 28 HP, aber na gut. Goodbye. Ich würde an seiner Stelle jetzt mal gewartet, bis ich mitfahre, richtig oder vorfahre. Ich will noch schnell rausnehmen. Den auch schnell. Und das ist das Geile am Sumua, ne? Wenn du so One-Shots vor dir hast, kannst du echt 2, 3 auf einmal klippen. Und das macht richtig Bock, sozusagen. Jetzt schon mit den 3 Kills und 2.500 Damage. Eine relativ gute Runde für mich. Aber ich war noch hungrig. Ich wollte da nicht weiter rausfahren, weil ich hier ein bisschen Schiss hatte vor der Arti. Habe erst überlegt. Es war mir ein bisschen unsicher. Bin dann wieder zurückgefahren, dann bin ich wieder hingefahren. Ich habe immer so ein Problem mit der Ecke da unten, da rauszufahren, weil die farmen dich dann oft von rechts ab oder die haben die TDs auf der E8 Position, da wo jetzt angepinkt wird vom AMX 5000. Das ist halt immer schwierig und als Heavy ist jetzt nicht der Oberspotter.
Aber eben, da ist es manchmal gut. Guckt mal auf die Zeit, es sind noch über 10 Minuten. Nicht in blinden Aktionismus verfallen, sondern einfach einen Moment warten. Die Spiele gehen 15 Minuten, das unterschätzen viele Spieler. Viele denken dann immer nach 2 Minuten, ja, ich muss doch was tun und ich muss doch was machen. Nein, muss man erstmal nicht. Nutzt die Zeit aus. Meine Meinung. Sonst wird es ja 5 Minuten World of Tanks heißen, ne? So tastet man sich als Heavy langsam vor. Und hofft, dass die TDs nicht ganz so gut und die Arti vor allem reinhält. Frei, da ist er. Der andere Heavy. Bis jetzt relativ gechillt. Da ist schon der andere. Dann kommt die Hellcat, die machst du halt nicht auf, gell? Das ist halt immer schwierig. Auch wenn es ein kleiner Sechser ist, aber der Tarnwert ist halt TD. Unterm Strich ist es ein TD. Muss man mal ganz klar sagen. Minuten Zeit, um noch entschlossen in Reload zu gehen. Das ist Autoloader machen ja richtig Spaß, ne? Ihr wisst, das ist am Ohr. Aber das ist manchmal das ja, nicht so unbedingt schwierig, aber das muss man einschätzen können im Autoloader, ne? Wann gehe ich in Reload? Wie weit stehe ich am Gegner? Habe ich genug Zeit, mich zurückzuziehen noch für einen Reload? Das geht ja 20, 30 Sekunden. Lohnt sich's überhaupt? Oder steht da nur einer? Brauche ich da erstmal nur einen Schuss? Mache ich den Clip leer? Also Dinge, die müsst ihr halt versuchen einzuschätzen. Aber das ist genau meine Spielweise. Das mag ich so an diesem Samoa zum Beispiel. Lorraine ist zum Beispiel auch ganz nice Tank. Der ist sogar noch schneller. Aber den habe ich jetzt nicht in meinem Repertoire. Aber wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann auch holen. Jo, und dann als Top-Tier musst du halt Verantwortung übernehmen. Und manchmal bauen sie halt auch was am Samoa, Gott sei Dank. Und die Hellcat mache ich immer noch nicht auf. Der stand da auch hinterm Felsen, glaube ich, da rechts. Ja, ja, und das habe ich irgendwie nicht so gecheckt erst. Seht ihr, wie ich ihn suche? Schlussendlich kapiert es dann irgendwann auch ein alter Mann. Da braucht man nicht groß aimen. KV-1 war sehr mutig, hat sich da auch ins... Ja gut, manchmal trollt die Kanone. Das war aber auch scheiße gegeben von mir. KV-1 stirbt, glaube ich, gleich. KV-1S, weil sich ins Crossfeuer begibt. Ist die nächste Hellcat. Ne? Die sind halt einfach, haben einen klasse Tatwert. So, jetzt hatten wir schon 5 Kills. 3.500, eine hervorragende Runde für mich. Allerdings bitte ich mich höflichst und hilf. Ich versuche oben ein bisschen reinzutasten. Ich wusste nicht genau, was noch links steht. Der She-2 oder wie die Krankheit heißt, da oben links steht. Aber schlussendlich, scheiß drauf. Ich hatte noch ein paar HP, also kann ich ein, zwei Schüsse fahren. Das sind ja auch keine 9er oder 10er. Immer ein bisschen Schiss gehabt, weil sich Ski tut, also wenn es Heck ballert. Aber scheinbar sieht er da oben so aufgegangen, war weitergefahren, Gott sei Dank. Ist freie Bahn.
Lass die schönste Klicker killen. Das ist so eine kleine geheime Leidenschaft von mir. Und da waren wir schon bei 7 Kills. Macht Spaß. Ich habe immer noch Patrone übrig für den Klicker. Ne? Und da habe ich spekuliert, da hinten muss doch die Party stehen. Ne? Die S-51. Ich dachte, komm, gehst du mal kurz gucken. Und aus der Aktion lernt man, guck lieber nächstes Mal gründlich. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Die hat auch einen klasse Tarnwert scheinbar. Er stand da hinten halt in seiner Sule, ne? Aber wo halt so ein Klicker steht. Aber ich will jetzt nicht auf die Klicker schimpfen. Ich überlege, wo ist diese Arti? Ne? Tja. Und da saß er, hinten in seinem Loch. Nächstes Mal, wenn mir sowas passiert, fahre ich bis hinter ins Schlammloch. Ne? Aber gut, es ist so, wie es ist. Auch ein relativ erfahrener Spieler, einem erfahrenen Spieler wie mir, passiert sowas. Und er gedacht, 4 Minuten Zeit, so viel Zeit muss sein. Nehmen wir den schneller mit raus, dann haben wir auch 8 Kills. Und nehmen wir mit, oder? Hat er da auch gemacht. Kann man sogar locker einen Schuss fangen von ihm. Tschüssikowski. ...4100 Damage. Ich habe aber noch einen so getroffen, glaube ich. Es waren, glaube ich, fast 4,5. Ich bin mir aber nicht sicher. Es war aber auch nur eine erste Klasse. Jedenfalls wollte ich euch das nur zeigen. War ganz nett. Und jetzt kommt die ganz schlaue Aktion am Schluss. Ich habe überlegt, jage ich den G2? Da komme ich nie an. Ich bin ein Heavy, der fährt 20-30 km/h. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt cappen wir. Der T25 AT hat es Gott sei Dank auch gecheckt. Weil da irgend so einen verkoppten Sektor, den kriegst du nicht in deinem Heavy. Also den muss er dann liefern. Ne? Fall immer kennen. Und ich war zu allem bereit. Also ich hätte locker 9 Kills machen wollen. Ne? Ich habe mich schön in die Ecke gestellt hier. Oh. War zu allen Schandtaten bereit. Ich habe aber dann spekuliert, er kommt da links. Und jetzt bringt er eine Aktion, die hat wirklich alle überrascht. Die Zuschauer, die Spieler. Ihr wisst, was ich meine, oder? Das war bestimmt Captain Future. Denn sein Hobby ist immer zu cappen. Egal. Vielleicht war er auch Stufe 6, hat es ja manchmal ein paar Anfänger, die so unterwegs sind. Vielleicht war es ihm einfach nicht klar, dass ihm das nicht ganz reicht, aber egal. Es war eine schöne Runde. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel gequatscht wie sonst. Oder habe ich mehr gequatscht? Schreibt es mal in die Kommentare. Habe ich viel oder wenig geredet? Mit 8 Kills und am Schluss 4500 Damage. Und da haben wir uns alle schön gefreut. Genau. Das soll es auch schon gewesen sein. Und ich habe mal wieder ein schönes Video für meinen Kanal. Gell? Okay, also bis die Tage. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und einen Daumen nach oben gebt. Gell? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.